Catherine, Prinzess of Wales, dieser Codesatz ihre Kinder zur Ruhe. Prinz George, 9, und Prinzessin Charlotte, 7, durften bereits bei wichtigen royalen Anlässen wie der Beisetzung ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth, 96, an der Seite ihrer Eltern das Königshaus repräsentieren. Die beiden Ältesten von Prinz William, 40, und der Princess of Wales, 41, machten dabei für ihr junges Alter eine gute Figur und imponierten mit ihrem angemessenen Verhalten. Ihr kleiner Bruder Prinz Louis, 4, hingegen fiel im Juni 2022 beim Platinjubiläum der Königin durch seine witzigen Grimassen auf und sorgte als fast unbezähmbarer Wildfang für amüsierte Lacher. Ein typisch kindliches Verhalten, das allerdings bei der Krönung seines Großvaters König Charles 74 nicht angebracht wäre. Doch seine Mutter hat für den Fall der Fälle einen Satz parat, der auch ihren temperamentvollen Jüngsten zur Ruhe bringen dürfte. Als Prinz Louis sich beim Platinjubiläum der verstorbenen Königin daneben benahm und seiner Mutter die Zunge herausstreckte, wurde Kates Reaktion von den Expertenkommentatoren gelobt, erinnert sich der Autor Tom Quinn in seinem Buch Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family. Und enthüllt, sie benutzte anscheinend einen geheimen Code, um die Kinder zu beruhigen. Wie sie es auch bei anderen Gelegenheiten tut, sie sagt einfach, lasst uns eine Pause machen. Anführungszeichen. Ein unspektakulärer Satz, der bei den Mini-Royals anscheinend große Wirkung zeigt. Wie ein ehemaliger Mitarbeiter erklärte, wissen die Kinder, dass diese wenigen Worte viel mehr Gewicht haben, als wir uns vorstellen können, berichtet Quinn. Vielleicht wird er also auch bei der Krönung in der Westminster Abbey zum Einsatz kommen. Wobei denkbar ist, dass der feierliche Rahmen auch den energiegeladenen Louis beeindrucken wird. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, welche Funktion die Kinder des Thronfolgers bei der Zeremonie einnehmen werden. Allerdings wird laut Times bereits spekuliert, dass sie ihren Großvater und Königin Camilla 75, nach dem feierlichen Akt in einer Prozession aus der Kirche hinaus begleiten werden. Danach werden sie gemeinsam mit ihren Eltern in einer Kutsche hinter der des gekrönten Paares fahren. George könnte als Ältester und Zweiter in der britischen Thronfolge zudem eine weitere Schlüsselrolle übernehmen. Eine Frage, die offenbar jedoch noch nicht geklärt ist. Es ist vorstellbar, dass seine Eltern dem Neunjährigen die Aufregung einer im Fokus stehenden Funktion ersparen möchten. Sie sind sehr daran interessiert, aber wenn George eine offizielle Rolle spielen sollte, dann wird das eher unauffällig sein, bemerkte die Royal-Expertin der Sunday Times. Royal Nick H. in der Sendung The Royal Beat von True Royal DTV. Sie sind sich bewusst, dass er am Dienstag, nach der Krönung, in die Schule zurückkehren wird, und sie wollen nicht, dass er von der Aufmerksamkeit überwältigt wird. Aber er könnte eine kleinere offizielle Rolle spielen. Anführungszeichen. Verwendete Quellen, Tetimus Kouk, True Royal TTV.